Leben. Und wer mit dem Leben nichts zu tun haben wollte, der ging wieder zurück in die Schule. Lehrer ist ein undankbarer, schlecht bezahlter Drecks-Scheißberuf, der viel, viel zu wenig in der Gesellschaft gewürdigt wird, was natürlich auch an unserem teils qualitativ minderwertigen Lehrpersonal liegen kann, aber darum geht's hier nicht. Der Lehrerberuf ist nur was für Frauen. Dir ist schon klar, dass das Statement jetzt von ihr kam, oder? Idiot, und dafür zahle ich diesen missgeburten Beitragsservice. Ja, also im Club ist, glaube ich, ständig immer die Sache, dass man irgendwie auch wirklich angefasst wird, auch wenn man das, also auch wenn man es gar nicht so drauf anlegt. Wenn man es nicht so drauf anlegt? Also ob du jetzt beim Tanzen gerade so mit dem Arsch wackelst, dass der hübsche Typ hinter dir dich befummeln darf, oder ob dein Hüftschwung gerade in die andere Richtung geht, weil du nicht auf denjenigen stehst, der bei dir tanzt. Wenn du nicht von jemandem angefasst werden willst, im Club oder sonst irgendwo, dann mach den Mund auf. Klappt hier vor der Kamera doch auch super. Es war so, dass ich viele Erfahrungen in der Gastronomie gemacht habe, dass man dort eben immer irgendwie sich bedrängt fühlt, irgendwie darauf Wert gelegt wird, dass man nur eine hübsche Frau ist, die einem das Essen serviert und eigentlich einem gar nicht so viel Respekt entgegengebracht wird, wie man gerne hätte. Du fühlst dich also bedrängt, weil Wert darauf gelegt wird, dass du gut aussiehst und das Essen servierst? Ich gehe mal davon aus, dass du als Saftschubser arbeitest und mir fallen spontan nicht viel mehr Aufgaben für eine Sektschubser ein, als das Essen zu servieren. Du möchtest mehr Respekt? Dann such dir einen anderen Laden oder noch besser einen anderen Job. Scheinbar bist du mit der bloßen Tätigkeitsbezeichnung und der damit verbundenen Aufgabe deiner jetzigen Arbeit bereits überfordert. Bei mir ist das auch immer so im Club dieses, keine Ahnung, einfach irgendwie so von hinten schon so angepackt werden. Ich find's okay, Frauen im Club gegen ihren Willen anzuquatschen. Das habt ihr euch ja nett zurechtgeschnitten. Sie fängt ihren Satz damit an, dass sie von Anpacken redet und Marso Pilami gefällt vielleicht nicht der Teil, der danach gekommen wäre, und macht daraus einfach, sie wurde gegen ihren Willen im Club begrapscht. Ganz wichtig auch hier wieder zu erwähnen, dass das nur Frauen passiert. Männer werden im Club niemals ungewollt angepackt oder angegrapscht. Wie kann man bitte mit einem reinen Gewissen so eine propagierende Drecksscheiße produzieren und danach noch in den Spiegel schauen? Es wird nicht mal mehr gefragt, ob man Lust hat zu tanzen oder was weiß ich. Das ist immer direkt so dieses, ja, du bist so ein richtiger Sexsymbol einfach. Also das ist auch, sobald man irgendwie was Kürzeres anzieht oder so. Und wenn man dann was Längeres anzieht, heißt ja direkt, man ist prüde. Also man wird so oder so irgendwie immer in jede Richtung abgestempelt. Also ja. Ja, direkt so dieses, ja, also das ist, sobald man was Kürzeres anzieht, ja, und wenn man was Langes anhat, dann ist man prüde. Toll, wie du drei Sätze angefangen hast und nicht einen einzigen zu Ende gesprochen hast. Den Rest, den denken wir uns einfach. Ist auch einfacher, als deinem dummen Gelaber zuzuhören. Gestern war ich hier bei Gilbert Pinto oder so, und der Typ meinte einfach so grundsätzlich, ein Freund hat gefragt, so, hey, kann ich bei euch arbeiten? Er meint, ich nehme nur Frauen, so oder so. Ja, ja, genau, solche Sachen. Die kriegen sonst, kommen hier keine Männer mehr hin. Ja. Ausnahmslos. Ja, also man sieht ja auch oft Ausschreibungen, junge Kellnerin gesucht, hübsche Kellnerin gesucht. Bei mir im Laden sollen nur hübsche Frauen arbeiten. Nach 3 Minuten geht es jedoch tatsächlich einmal um Sexismus, allerdings nicht gegenüber Frauen, sondern gegenüber Männern. Die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Männer dürfen laut den Personen aus deinem Video nicht oder nur sehr selten als Kellner arbeiten. War das ein Versehen, dass ihr das mit ins Video genommen habt, oder habt ihr gehofft, es würde vielleicht niemandem auffallen? Habe ich auch gemerkt, es ging hauptsächlich darum so, ach, du bist Russin, ach, das ist ja schön, da kommen ja hübsche Frauen her. Man merkt ja Blicke, man spürt die ja, und das, man fühlt sich einfach unwohl. Wenn du dich bei deiner Arbeit unwohl fühlst und ein Kriterium, dass du den Job bekommen hast, deine Herkunft und damit verbunden ein verhoffter, erhöhter Anteil weiblicher, hübscher Kundschaft war, weshalb genau hast du die Stelle angenommen und warum arbeitest du dort noch? Ja, ich habe das auch selbst schon erlebt, einer meiner besten Freunde ist schwul. Dass dann irgendwie Leute, die wir kennengelernt haben, gesagt, wie, ein Freund von dir ist schwul, ist ja voll ekelhaft, was geht denn bei dem, ist ja gar kein richtiger Mann. Ach so, wenn ihr neue Leute kennenlernt, wie läuft so ein Gespräch denn dann ab? Moin, ich bin keine Lesbe, ich trage diese Frisur freiwillig als Ausdruck meiner starken und individuellen Persönlichkeit. Hallo, wie geht's dir? Wollte ich zwar gar nicht wissen, aber nette Info. Ach ja, und ich habe einen schwulen besten Freund. Was, du hast einen schwulen besten Freund? Was geht denn bei dem? Das ist ja voll ekelhaft, der ist ja gar kein richtiger Mann. Was zum Fick? Wer soll euch diesen Mist denn bitte abkaufen? Homosexuelle sind keine echten Männer. Ist das wirklich so schwer, dieses lächerliche Statement richtig zu zitieren? Die Rede war von richtigen Männern und nicht von echten Männern. Marso Pilami. Also wenn du jetzt so vielleicht an YouTube denkst, stört dich da? Wenn du jetzt an YouTube denkst, stört dich da?
Und auf diese voll mongoloide Frage hin hat sie ihre tolle Antwort parat. Richtig authentisch seid ihr. Ja, also YouTube ist ja im Moment, was auch viel kritisiert wird, was ich gut finde, so sexistisch. Also wenn man sich schon die ganzen Videotitel anguckt, welchem YouTuber gehört dieser Arsch oder allein die ganzen Pranks oder wie auch größere YouTuber einfach Frauen teilweise objektivieren mit Schlampe. Gerade auf YouTube finde ich es sehr präsent, dieser Alltagssexismus einfach. Mann, da hab ich eine richtige Leuchte vor die Kamera geholt. War ein gewisser Maximal-IQ oder die Belegung gewisser Studiengänge Grundvoraussetzung, um in ein neuer billiges Propagandavideo zu kommen? Hauptsache krampfhaft versuchen, irgendwas nicht allzu Dummes zu sagen. Frauen werden also als Schlampen objektiviert. Interessant. Die Parallelen mit den roten Mützen, die werfe ich einfach mal so in den Raum. Ja, und was würdest du dir vielleicht, also was wünschst du dir, was sich ändern soll dahingehend? Ich finde, dass man da noch viel mehr darauf aufmerksam machen soll, dass das einfach nicht geht. Ich finde, dass man da auch als Zuschauer viel mehr reingehen muss und sagen muss, ich finde das nicht in Ordnung, das könnt ihr so nicht machen. Vor allem, weil das ja auch viele jüngere Zuschauer sehen und das vielleicht auf die abfärbt. Zum Glück gibt es niemanden, der auf YouTube darauf aufmerksam macht, auf diesen Sexismus und Hass bzw. Hetze im Allgemeinen. Gibt ja nur so eine Aktion, ich glaube von YouTube selbst, welche in diese Richtung geht. Aber Hauptsache noch irgendwas sagen. Das ist viel wichtiger. YouTube ist ein gutes Stichwort. Denn die Videos, die wir eigentlich nur zum Spaß gucken, haben oftmals eine stark sexistische Message. Gib doch mal ein Beispiel. Welche starke sexistische Message wird vertreten in diesen ganzen Videos, die von irgendwelchen Klickhuren produziert werden? Die Titel sind garantiert sexistisch und auch im Thumbnail werden oft leicht bekleidete Frauen gezeigt, um die Zahlen zu erhöhen. Aber von welcher Message sprichst du? Immer mehr YouTuber erkennen ihre Vorbildfunktion an und äußern sich öffentlich gegen Sexismus. Mir fällt im Alltag vor allem in so sportlichen oder Wettbewerbssituationen auf, dass Sexismus definitiv ein Problem ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, bei Mario Kart, ja gut, dass du jetzt gerade gewonnen hast, stell dir mal vor, du hättest gegen deine Freundin verloren. Deine Freundin mit einer Vagina, wie peinlich wäre das denn gewesen? Quelle Susie Grime, wollt ihr mich trollen oder was? Dieses Untermenschen-Drecks-Fick-Video nimmt ihr allen Ernstes, um eure Thesen hier zu stützen? Statt mal darüber zu reden, dass Mädchen im Schulsport viel weniger leisten müssen als Jungen, um dieselben Noten zu bekommen. 800 Meter statt 1000 Meter laufen, nicht so hoch springen, nicht so weit springen und. Aber ein fiktives Beispiel, wie jemand gegen seine Freundin mit einer Vagina in Mario Kart verliert, das hat natürlich Substanz. Danke. Danke und fickt euch einfach. Fickt euch. Fickt euch so hart. Fuck you. Viele der alltäglichen Erfahrungen mit Sexismus habe ich eigentlich dadurch, dass ich eben auch mit YouTube aufgewachsen bin oder mit dem Internet aufgewachsen bin, auch im Internet gemacht. Das fängt also mit so ganz harmlosen Sachen eigentlich an, dass zum Beispiel YouTuber ganz viel auf ihren Vorschaubildern Frauen benutzen und dabei dann eben zum Beispiel Brüste oder Ärsche oder wie auch immer, um eben Klicks zu bekommen. Kampf gegen Windmühlen. Wenn eine Mirella ein Video mit dem Titel Schlampenlogik macht und bewusst im Thumbnail ihren Ausschnitt in die Kamera hält oder eine Jennifer Rostock ein so tolles Lied wie Hengstin produziert, dann sind das starke und unabhängige Frauen, die mit ihrem Körper machen können, was sie wollen. Aber wenn ein paar Fame-Huren Titten in ihr Thumbnail packen, dann sind das alles Sexisten. Doppelmoral. Es war Sommer hier in Berlin und ich bin mit einem kurzen Kleidchen rausgegangen und hohen Schuhen tagsüber. Bin da gelaufen und wirklich alle 20 Meter hat einer gepfiffen, mir was nachgerufen. Alte Typen, ja, die mein Vater sein könnten, mein Opa sein könnten. Einfach wirklich tatsächlich sexuelle Belästigung auf offener Straße, die aber ja anscheinend gesellschaftlich akzeptiert wird. Mit anderen Worten, du hast dich wie eine Nutte angezogen und all diese Leute wollten dich buchen und haben gepfiffen, weil du nicht stehen geblieben bist. Schon mal daran gedacht? Wäre doch ein nettes Taschengeld. Die optischen Voraussetzungen bringst du auf jeden Fall mit. Also auch dieses typische Rollenbild und was vom Mann erwartet wird, was ein Mann in dieser Welt sein muss, ist etwas, womit sich einfach nicht jeder Mann anfreunden kann und womit sich nicht jeder Mann anfreunden sollte. Was ist überhaupt dieses typische Rollenbild vom Mann und wer sagt, dass man sich mit diesem Rollenbild, von dem du da sprichst, überhaupt anfreunden soll? Und zwar schreibt uns hier jemand, ich interessiere mich unter anderem für Marketing und Videospiele, als ob das würde sie nur tun, um unbedingt den Kerlen zu gefallen. Da sehen wir wieder, sie wird irgendwie auf das Frauensein reduziert. Sie wird auf das Frausein reduziert? Das erkennst du aus diesem einen Satz? Es ist nicht mal eindeutig, von wem der Satz überhaupt kam, ob das selbst eine Frau oder ein anderes Mädchen gesagt hat und wenn ja, warum? Vielleicht aus Neid? Oder Gamer-Marketing-Girl hat ihr den Freund ausgespannt? Eure Beispiele sind so lächerlich, ihr gebt euch nicht einmal Mühe für diesen Rotz. Dann schreibt uns jemand, dass zu ihr gesagt wurde, du schlägst wie ein Mädchen. Und da fragt sie sich, warum das so schlimm sein soll. Das frage ich mich auch. Bist du wirklich so krass dumm und minderbemittelt oder schnürt dein roter Helm dir irgendwelche Bereiche deines Gehirns ab, welche du zum Denken benötigst?
Es gibt Unterschiede im Körperbau und in der Physiologie zwischen Männern und Frauen. Punkt. Keine Diskussion. Dann der nächste Tweet. Meine Schwester kauft unserem Neffen einen blauen Teddy und Mütze. Bei Jungs schenkt man eben blaue Dinge. Ja, dass Farben kein Geschlecht haben, wissen wir eigentlich, aber anscheinend nicht alle. Wer hat das gesagt mit der blauen Farbe? Die Schwester oder die Schreiberin des Tweets? Mal daran gedacht, dass der Junge vielleicht einfach auf blau steht? Dann, meine Eltern haben als ich kleiner war, mein Lieblingsweihnachtsfilm, weil ich ein Mädchen bin. Den muss ich dazu packen, Facebook. Auch hier wieder das Problem mit der Farbe. Anscheinend denken immer noch viele Leute, dass irgendwie blau für Jungs ist und rot für Mädchen. Gut, das Mädel hat scheinbar dämliche Eltern. Dann wird sie es bei ihren eigenen Kindern hoffentlich mal anders machen und ihnen die Farbwahl ihres Zimmers freistellen. Seit wann ist rot für Mädchen? Die Rede ist doch sonst immer von pink und blau. Oder hängt das vielleicht mit der Farbe deiner eigenen Mütze zusammen, Marsupilami? Dann schreibt uns ja jemand, für ein Mädchen bist du ja echt gut in Physik, sagt ein Physiklehrer. Und der ist ein Pädagoge, also der muss auf jeden Fall noch einiges dazulernen. Jungs bzw. Männer belegen den größten Teil der MINT-Fächer und da kommt es scheinbar nicht so oft vor, dass Frauen überhaupt positiv auffallen. Laut einer Studie der OECD trauen Mädchen sich in Mathe einfach selbst weniger zu. Was nicht bedeutet, dass sie in diesen Fächern schlechter sein müssen als ihre männlichen Mitstreiter. Für Social Justice Warrior war das ein ungünstig formuliertes Kompliment. Mehr aber auch nicht. Aber wem erzähle ich das, du ignoranter Vollidiot? Dann schreibt uns hier noch jemand, du spielst Fußball. Mädchen, Frauen können doch gar kein Fußball spielen. Hat sie leider oft zu hören bekommen. Und solche Nachrichten haben wir sehr, sehr oft auf Twitter bekommen. Und witzig, dass dir zu jedem Tweet irgendein Schwachsinn einfällt, aber das mit dem Frauenfußball lässt du einfach so stehen, du dreckiger Sexist. Aber du hast wohl auch schon mal Frauenfußball gesehen, hä? Jetzt möchte ich wissen, was sagt Frau Dr. Katzer dazu? Oh, jetzt wird eine Frau Doktor gefragt. Zum Glück wurden in eurem Video noch nicht genügend Frauen befragt. Da wird der Fokus ja vielleicht mal auf beide Geschlechter gelegt. Du sagst, Farben haben kein Geschlecht. Wie sieht's eigentlich mit Sexismus aus? Der scheint ja scheinbar eines zu haben und du wirst bestimmt nicht erraten, welches. Katharina Katzer ist Cyberpsychologin und beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, wie das Netz uns verändert. Cyberpsychologin, so, ist das ein richtiger Beruf? Ich habe schon mal was von Psychologen gehört. Und du weißt schon, Marsupilami, die, mit denen du jeden Morgen zur Visite und nachmittags noch einmal sprichst. Denk dran, schönartig zu sein, sonst kommst du wieder in die Hab-mich-lieb-Jacke. Wir haben im Internet nachgefragt, was denn die jungen Leute besonders mit Sexismus in Verbindung bringen und ob sie Erfahrungen in der Hinsicht haben. Und wir haben einige Tweets bekommen und Nachrichten, die ich Ihnen gerne mal zeigen würde. Was interessanterweise immer unerwähnt bleibt, ist, dass Rosa nicht schon immer die Farbe der Mädchen und Blau nicht schon immer die Farbe der Jungen war. Vor etwa 70 Jahren sah das nämlich noch ganz anders aus. Rosa wurde als das kleine Rot gesehen und da Rot eine kräftige Farbe war, wurde sie den Jungen zugeschrieben. Da die Jungfrau Maria auf vielen Gemälden blaue Kleider trug, wurde Blau als eine reine, unschuldige und anmutige Farbe für die Schönheit der Frauen gesehen und Hellblau somit als das kleine Blau als die Farbe der Mädchen. Es wird vermutet, dass durch die blauen Arbeitsanzüge oder die Marineuniform Blau wieder mehr den Männern zugeschrieben wurde. Wenn also eine bestimmte Farbe, durch welche Gründe auch immer, überwiegend von einem der beiden Geschlechter getragen wird, wird es mit diesem logischerweise öfter in Verbindung gebracht. Solange niemand seinen Kindern eine Farbe aufzwingt oder ihnen verbietet, eine bestimmte Farbe zu tragen, sehe ich da persönlich kein Problem. Sich krampfhaft dagegen zu stellen und es als Zwang anzusehen, weil der Großteil eines Geschlechts eine bestimmte Farbe trägt, halte ich für absoluten Schwachsinn. Niemand wird dazu gezwungen, eine Farbe zu tragen. Freies Land und freier Wille. Was macht das eigentlich dann mit den jungen Leuten, wenn sie solche Sachen irgendwie auch im Alltag speziell zu hören bekommen? Du würdest also am liebsten jedes Mal kotzen, wenn Eltern oder sogar Kinder zwischen Jungen- und Mädchenbüchern unterscheiden. Das hängt mit mehreren Dingen zusammen und ist vielleicht zu deinem Erstaunen nicht nur auf den bösen Sexismus oder das Patriarchat zurückzuführen. Schon in einer PISA-Studie aus dem Jahr 2000 wurde festgestellt, dass 80% der Jugendlichen mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche männlich sind. Ich weiß, wir hören den Aufschrei der Gesellschaft und der Medien schon seit Jahren. Deshalb gibt es ja auch so viele Förderprogramme für Jungs in diesem Bereich. Außerdem sind 70% der erklärten Nichtleser zwischen 10 und 16 Jahren männlich. Wie wirkt man dem also entgegen? Indem man gleiche Bücher für alle schreibt? Der Großteil der Bücherautorin ist weiblich, die Kindergärtnerin, die aus den Büchern vorliest, ist weiblich. Auch die Grundschullehrerin, welche mit Büchern arbeitet, ist größtenteils weiblich. Wahrscheinlich ist auch ein Großteil der Leser in den Familien der Kinder zu Hause weiblich. Möglicherweise wird auch dadurch Lesen mit etwas Weiblichem verbunden. Das Bild in den Köpfen der Kinder, dass Lesen nur etwas für Frauen ist, setzt schon sehr früh ein und trägt zum unterschiedlichen Leseverhalten der Kinder bei. Ich halte die Lösung des Problems für nicht so simpel, dass es keine benannten Jung- und Mädchenbücher mehr geben sollte. Ähnlich wie bei der Farbwahl haben sich bei Männern und Frauen gewisse Eigenschaften durch Erfahrungen bestätigt. Eine Bücherei ist kein Wohlfahrtsverein. Die wollen mit ihren Angeboten Geld verdienen und scheinbar funktioniert das Konzept der geschlechtergetrennten Bücher oder der Genres. Für wesentlich wichtiger halte ich das Problem, dass die Eigenschaft des Lesens selbst hauptsächlich den Mädchen zugeschrieben wird. Dadurch werden Jungs vor allem in Sachen Bildung stark benachteiligt.
Aber wer die Zeit und die Nerven hat, sich an Dingen speziell für Mädchen und oder Jungen aufzugeilen, der hat wohl auch sonst nicht viele andere Probleme. Das ist doch gut so, wird aber wohl kaum was an den echten Problemen ändern. Ich meine, diese Tweets zeigen ja sehr schön, dass sozusagen der Sexismus eigentlich im Alltag ja sozusagen überall präsent ist. Also so gerade Mädchen werden vielfach Fähigkeiten einfach abgesprochen, dass sie das nicht können. Und das kann natürlich auch schon für das Selbstbewusstsein schwierig sein. Wenn man sagt, du kannst das nicht, das brauchst du gar nicht zu probieren, dann fühlt man sich auch langsam irgendwie so, dass man sagt, mein Gott, ich kann es ja wirklich nicht. Auch hier wieder phänomenal, wie diese Cyberpsychologin Sexismus zu einem ausschließlich weiblichen Problem macht. Dass Männern genauso oft Fähigkeiten abgesprochen werden, wie beispielsweise das Lesen, sollte einen ebenso hohen Stellenwert haben wie das Matheproblem und die falsche Selbstwahrnehmung der Mädchen und Frauen. Zum Glück aber ist sie nur eine Psychologin und keine richtige Psychologin. Ich kenne das zum Beispiel auch selber, wenn man oft so Kommentare hört, zum Beispiel als Junge, ja, du musst kräftig sein, du musst Muckis haben und so weiter. Mhm. Ich frage mich dann, was tue ich als Jugendlicher, wenn ich sowas höre? Also es prallt ja nicht einfach so an mir ab. Nee. Also wie gehe ich am besten damit um, um irgendwie nicht irgendwie daran zu zerbrechen, um irgendwie trotzdem mich wohlzufühlen, so wie ich bin? Also, aber es ist natürlich schon ein echtes Problem. Masopilami spricht hier tatsächlich einen Punkt an, welcher den männlichen Teil der Bevölkerung betrifft. Ob das spezielle Problem mit dem muskulösen Körper wirklich so einen hohen Stellenwert hat, sei mal dahingestellt. Viel interessanter ist es, dass die Antwort dieser Frau Dr. Kant einfach komplett rausgeschnitten wird aus dem Video. Warum? Wie einseitig kann man ein fucking Video eigentlich produzieren? Ein widerlicher Scheißverein seid ihr, nicht mehr und nicht weniger. Aber sagen wir auch die Online-Gemeinde, also das Internet, kann da auch wahnsinnig viel beitragen. Ne? Also ob ich jetzt in einer WhatsApp-Gemeinde bin oder auf Facebook bin, da kann ich natürlich auch viel Zuspruch bekommen. Also die Leute, denke ich, die grundsätzlich auch durchs Netz wandern, sollten einfach mal gucken, wie man miteinander umgeht. Und wenn ich sehe, dass einer irgendwie solche Posts bekommt, dann muss ich da einschreiten und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, wenn ihr sowas schreibt. Der Junge oder das Mädchen ist so in Ordnung, wie sie ist oder wie er ist. Und ich glaube, da haben wir alle so auch eine gewisse, ja, ich würde sagen, eine Netzverantwortung, wenn wir online. Kein einziger Satz darüber, wie man mit diesem Mobbing umgehen soll, was nämlich seine eigentliche Frage war. Wichtiger ist es, dass jeder im Internet die Witzepolizei spielt und wir alle solidarisch nicht mehr frei unsere Meinung äußern sollen. Denn darum scheint es bei solchen Beiträgen hauptsächlich zu gehen. Ach ja, und um endlich mal auf die Probleme der Jungen und Männer in unserer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Zum Glück setzen sich in letzter Zeit so viele YouTuber dafür ein. Danke, dass ihr uns allen eine Stimme gebt. Ich habe dann hier nochmal einen Screenshot. Mhm. Wenn ich jetzt als 12-jähriges Mädchen sowas sehe, dann gibt mir doch automatisch sowas das Gefühl, okay, diese Dinge, die diese Person dort sagt, das ist für mich relevant. Absolut. Und man hätte sich ja durchaus die Mühe machen können und tatsächlich echte Fans von dieser blonden Witzfigur und Babys Product Placement befragen können. Wäre das wirklich ein so großer Aufwand für euch gewesen? Stattdessen versetzt sich Masopilami lieber in deren Lage. Zu mehr bist du anscheinend wirklich nicht zu gebrauchen. Stoppt das dann nicht in meinem Entwicklungsprozess? Ich glaube, bei dir hat der Entwicklungsprozess schon sehr früh gestoppt, mein Freund. Gerade die ganze Online-Welt hat eine unglaublich wichtige Vorbildfunktion, gerade für Kinder und Jugendliche. Ich meine, es gehen ja eben nicht nur 16-Jährige ins Netz, sondern 12-Jährige oder auch 8-Jährige oder noch Jüngere, die sich sowas angucken können. In diesem Alter gibt es kaum etwas Wichtigeres und Interessanteres als die Vorlieben und Gedanken des anderen Geschlechts. Keine Frage, das ist ultra billig produzierte Clickbait-Scheiß, aber statt nur über das Thumbnail zu reden und zu urteilen, könntet ihr auch vielleicht auf die Inhalte eingehen. Wäre das zu viel Arbeit für euch oder ist die Psychologenstunde auch so schon teuer genug? Und es ist ja ganz klar, wenn sie sowas lesen oder sehen, dass sie das prägt. Dass sie natürlich dann auch ihr Rollenbild sozusagen verankern. Weil die entwickeln sich ja auch erst. Und die sehen natürlich dann, aha, so müssen Jungs sein oder das wollen Mädchen über Jungs wissen, dann verändern sie sich natürlich auch in diese Richtung. Wärt ihr auf die Inhalte des Videos eingegangen, hättet vielleicht eine repräsentative Umfrage gestartet, ob Mädchen sich mit dem Inhalt des Videos tatsächlich identifizieren können oder ob es wieder bloß irgendeine billige Clickbait-Scheiße ist, wovon ich stark ausgehe, dann hätte eure Einschätzung auch irgendeinen Wert. Aber ohne den Inhalt eines Videos gesehen zu haben, so zu urteilen, ist ganz, ganz schwach, selbst wenn ihr vermutlich damit recht habt. Und das Problematische ist, dass sie ja nicht reflektieren können. Die denken ja in dem Moment nicht drüber nach, wie ist es anders. Die sehen das und nehmen das für wahr. Die sagen, ach, so ist die Welt. Das ist richtig. Sie sind ja Beraterin im Europarat und im Deutschen Bundestag. Wie sieht aktuell dort die Lage aus? Gibt es da irgendwelche Ideen, wie man dagegen was tun könnte? Wogegen genau sollte man da etwas tun? Gegen klickgeile Titel auf YouTube? Oder dass YouTuber jedem Trend daherlaufen und nur Videos produzieren, die bereits irgendwo anders erfolgreich sind? Würde mich mal interessieren, wie du dir das vorstellst. Oder darf ich jetzt mal nach oben gucken?
Da muss ich ganz einfach sagen, in der Politik wird einfach viel zu wenig gemacht. Mach doch. Es werden Experten eingekauft, die Vorschläge machen, die sagen, wir müssen hier vorgehen, wir müssen hier auch, sagen wir mal, die Anbieter stärker an die Verantwortung nehmen, gerade was Hass, Hetze, Cybermobbing auch angeht, also YouTube und Facebook müssten mehr tun. Aber die Politik, die rudert hier einfach zurück. Die tut nichts. Sie sitzt, sagt ja, man könnte, aber es wird überhaupt konkret wirklich nicht gehandelt. Sau ins Mund, endlich kann ich nicht spielen. Die Politik auch stark an. Der Titel des Videos lautet, du bist ein Sexist. Worum genau geht es euch mit diesem Video eigentlich? Wollt ihr auf den bösen Sexismus hier auf YouTube aufmerksam machen? Hass, Hetze und Cybermobbing und dass die böse Politik nichts dagegen tut? Es liegt nicht in der Verantwortung der Politik, sich um solche Dinge zu kümmern. Die Betreiber der Seiten haben diese und in deren Richtlinien steht auch ganz klar drin, was geht und was nicht geht. Ich habe selbst einige Beiträge vor allem auf Facebook gemeldet, weil es nicht mehr der Meinungsfreiheit entsprach, sondern nur noch um Recht der Hetze ging. Aber im Zusammenhang mit dem Sexismus, um das Kind wieder beim Namen zu nennen, Feminismus, geht es in erster Linie darum, seinen eigenen Kritiker mundtot zu machen. Es gibt längst die Möglichkeit, Kommentare zu löschen oder Nutzer zu sperren. Die Möglichkeit hat übrigens jeder. Ich schaff's nicht. Alles andere, was gegen unser Recht verstößt, kann gemeldet oder sogar zur Anzeige gebracht werden. Was genau soll denn konkret noch getan werden in diesem Bereich? Unter die müssen mehr tun, kann ich mir herzlich wenig vorstellen, außer dass es darum gehen könnte, gegen Meinungsfreiheit vorzugehen und unzählige Safe Spaces für irgendwelche schlimmen Einzelschicksale à la Susi Grime oder André Teilzeit zu schaffen. Für mich ist nochmal deutlich geworden, wir stecken alle irgendwie mit drin. Wir haben alle irgendwie eine Verantwortung. Ich als YouTuber möchte mehr Videos machen, mehr Tweets schreiben und sagen, ey, das geht nicht, um auch den Zuschauern das Gefühl zu geben, du bist nicht allein. Und wenn ihr solche Sachen seht, ob es Videos sind oder sonst wo, macht den Mund auf. Gebt auch anderen das Gefühl, hey, auch ich finde das nicht richtig. Genau, Marsupilami will noch mehr Videos machen und noch mehr Tweets schreiben, damit er noch mehr Follower bekommt und damit er diese tolle Nachricht hinaus in die Welt tragen kann. Du bist so ein toller Mensch. Ich glaube, ohne dich wäre YouTube Deutschland verloren. Gerade an der Uni habe ich gemerkt, dass irgendwie überwiegend die Mädels gesagt haben, hey, ich fühle mich belästigt im Club, begrapscht, ohne dass ich es möchte, auf das Frausein reduziert. Den Jungs, denen war es eher egal. Ach so, den Jungs war es egal. Das ist ja gut aus deinem Video hervorgegangen, dass es den Jungs angeblich egal ist, im Club begrapscht zu werden. Das konnte ich den zahlreichen Antworten von deinen männlichen Interviewpartnern entnehmen, du dreckiges, heuchelndes Stück Scheiße. Immer hinter dem Deckmantel der Toleranz, gegen Sexismus und gleiche Rechte für alle. Jedes verdammte Video, welches man sieht, könnte kaum einseitiger sein als diese Feminazi-Propagandakacke hier. Neben dem Sidekick der Russin habt ihr nicht einen einzigen Kerl in eurem Video befragt. War wahrscheinlich auch eher Zufall, dass der daneben stand. Ich soll dir glauben, dass die ganzen Kerle sich zu dem Thema nicht äußern wollten? Verarschen kann ich mich alleine, dazu brauche ich dich und deine rote Mütze bestimmt nicht. Aber darum geht's nicht. Alle sind irgendwie ein Teil des Ganzen und es geht nicht darum, irgendwie auf einzelne Leute zu zeigen und sagen, ey, du bist ein Sexist, sondern wir sind alle irgendwie sexistisch. Und dazu haben wir einen Hashtag, ich bin ein Sexist. Alles und jeder ist sexistisch? Wir sind sexistisch und merken es nicht mal? Schon mal drüber nachgedacht, deinen Sexismusfilter vielleicht abzulegen? Ah, die Welt ist wieder völlig normal. Oh, jemand hält einer Frau die Tür auf. Gestern war das noch ein Sexist, weil er als Teil des starken Geschlechts, als privilegierter Teil des Patriarchats davon ausging, dass er als Mann der armen, schwachen Frau helfen muss. Und heute ist er einfach nur freundlich und hält einer Person die Tür auf. Oh, sie bedankt sich und die beiden kommen ins Gespräch. Vielleicht lädt er sie ja zum Kaffee ein. Sie möchte nicht, dass er die Rechnung bezahlt? Dann macht sie ihr scheiß Maul auf und sagt was. Und postet es 3 Stunden später nicht auf Twitter. Ich bin raus.